Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Abriss Profi Online. Ja, wir sind immer noch im letzten Szenario unterwegs, beziehungsweise im Level 6 Szenario und sind hier gerade fleißig am Aufräumen. Wir haben in der letzten Folge diese eine Lagerhalle oder Garage oder was auch immer es war hinter uns noch abgerissen. In der ersten Folge von diesem Auftrag haben wir ja dieses kleine Häuschen vor dieser Garage oder was auch immer es war abgerissen. Jetzt die Garage an sich selber und jetzt haben wir nochmal so eine Garage dann hinten dran. Ich nenne es jetzt einfach mal Garage, weil das aussieht wie so kleine Garagentoren von früher. In der Folge werden wir jetzt noch ein bisschen hier aufräumen, ein bisschen Schutt wegräumen, damit es nicht überhand nimmt. Und versuchen hier schon mal so ein bisschen Ordnung zu schaffen in den Ecken, wo wir nichts mehr abreißen müssen. Den Auftrag werden wir ja ziemlich komplett machen, also mit Schutt wegräumen habe ich eigentlich vor. Und wie gesagt, alle Gebäude abreißen. Damit wir einen Auftrag komplett haben und ich finde diesen großen Auftrag, weil es halt eigentlich der letzte ist, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt bei 300.000 Levelpunkten, gibt es ja eigentlich nichts mehr, was man da noch zeigen könnte, deswegen können wir uns für den Auftrag jetzt noch Zeit nehmen und können den noch ein bisschen genießen und können den komplett machen. Und dann, wie gesagt, gibt es wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich nochmal extra Folgen, wo wir einfach die anderen Aufträge nochmal aufräumen und sauber machen und ja. Wird wahrscheinlich dann auch noch kommen. Na gut. Wie gesagt, jetzt wird ein bisschen aufgeräumt. Wir schaffen hier jetzt noch ein bisschen Ordnung. Und hier in dem Eck haben wir auch schon diese eine Außenmauer abgerissen. Und die sollte ja auch weg. Die haben wir auch noch da rechts neben der Einfahrt. Muss dann auch noch weg. Aber eins nach dem anderen. Wir arbeiten uns jetzt hier erstmal so langsam entlang. Machen das hier alles sauber. Und dann, wie gesagt, geht es dann wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge weiter mit dem Abriss. Bevor wir dann wieder aufräumen. Es ist halt jetzt, ich mixe es halt jetzt komplett hier durch. Letzter Auftrag, wie gesagt, wir haben eigentlich keinen Zeitstress. Es gibt nichts, was man danach noch sehen könnte, gehe ich mal davon aus. Was halt bei den 300.000 Punkten kommt, ich weiß es persönlich nicht. Vom Level her könnte ich mir denken, da kommt auf jeden Fall noch was, weil wir sind dann jetzt erst Stufe Silber. Nach Silber kommt ja eigentlich noch Gold und was weiß ich. Es ist aber kein Auftrag mal hinterlegt. Mal gucken, vielleicht kommt da halt irgendwann noch was oder vielleicht wird auch irgendwas Geheimes freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Aber die 300.000 Punkte werden wir locker schaffen. Wir haben jetzt zwei Gebäude abgerissen. Also einmal das Haus und einmal diese Garage, was da dran gehangen hat. Und sind jetzt schon knapp bei 50.000 Punkten, wenn ich jetzt einfach mal aufrunde. Ich glaube, punktemäßig wird es überhaupt kein Problem, die 300.000 Punkte zu erreichen. Bin ich mir ganz schön sicher. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich da hinten dran komme bei dem Schutthaufen. Ich denke nämlich nicht. Nee, das ist natürlich blöd. Ich muss gucken, dass ich da irgendeine Position finde, dass ich den wegbekomme. Ansonsten ist mein innerer Monk nicht zufrieden, wenn ich nicht den ganzen Schutt hier wegräumen kann. Da ist mein innerer Monk dann nicht zufrieden. Ja, gerade weigert sich alles, weil ich nicht im Boden drin bin. Man muss immer mit der Schaufel so ein bisschen in den Boden rein und dann kann man das vom Boden aus her anheben. Das ist halt, ja, ein bisschen merkwürdig, aber ist okay. Wenn man ja weiß, dass es so funktioniert, kommt man damit klar, auf jeden Fall. So, wir haben auch dann schon mal das Eck hier bald komplett sauber. Da bin ich auch schon mal sehr froh drum. Irgendwie ist es ja, wie gesagt, so ein bisschen befriedigend, hier aufzuräumen. Es macht einen irgendwie glücklich, dass hier sauber wird. Aber ich kann es halt nicht anders sagen. Es ist halt irgendwie ein schönes Gefühl. Schönes Gefühl, dass hier ordentlich wird. Es ist halt auch irgendwie cool, wenn man so die Fortschritte sieht. Ja, man hat ein Gebäude, man schlachtet es erstmal aus, sieht dann, dass das Gebäude so ausgeschlachtet da sieht, keine Türen mehr drin. Da steht keine Türen mehr drin, keine Fenster mehr drin. Dann fängt man an abzureißen, dann ist auf einmal das komplette Gebäude weg und dann macht man den Schutt noch weg und dann hat man auf einmal einen komplett anderen Ort hier. Ist schon irgendwie so eine kleine Motivation, ist schon irgendwie ganz cool. Wie der Bausimulator halt motiviert, weil man sehen will, dass wie es aussieht, wenn man fertig ist. So ist es hier bei dem Spiel eigentlich genauso, nur dass man bei dem einen Spiel aufbaut und bei dem anderen Spiel reißt man halt ab. Ansonsten ist es eigentlich so genau dasselbe, was einen motiviert. Man will das Endergebnis sehen. Man will einfach das Endergebnis sehen.
kriege ich das Teil jetzt nicht da weg? Doch, irgendwie kriegt man es immer weg. Es ist nur immer eine Rumprobiererei, bis es irgendwann mal aufgenommen wird. So. Kann ich den ein bisschen nach vorne schieben? Das wäre echt eine ganz feine Sache. Nicht zu mir, sondern nach vorne. Ja, das ist doch schön. So ist gut. So ist auf jeden Fall gut. Ja, wenn er so länglich dasteht, macht man sich auch mit dem Zielen einfacher. Ich habe nur immer keine Lust, den mir so hinzudrehen, weil es manchmal doch ein bisschen schwierig ist, den kontrolliert da irgendwie hinzusteuern, wie man den haben will. Braucht ein bisschen Übung für. Deswegen lasse ich den meistens einfach irgendwie stehen, Hauptsache ich komme dran. Das meiste fällt ja auch rein. Es ist ja selten, dass man was daneben geht. Oder wie jetzt, es fällt einfach durch. Es kommt halt auch mal vor. Es kommt halt auch mal vor. So, wir haben wieder irgendwie Material aufgenommen. Ich weiß nicht wie, wir haben es aber. Ich weiß ja nicht, ob ich halt da außen, außerhalb vom Zaungelände an die Schutthaufen drankomme. Das Zeug, was auf der Straße liegt. Das sieht halt sehr ungemütlich platziert aus. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich drankomme. Ich versuch's dann mal über den Zaun drüber. Ich weiß aber nicht, ob da eine unsichtbare Wand ist über dem Zaun. Wenn wir dann gleich merken, ich fahre dann mal näher dran, dann sehen wir das schon. Ob da irgendwie die Möglichkeit besteht, das aufzunehmen. So. Ich würde jetzt aber gern auch nochmal hier vorne links probieren, das kleine Stück aufzunehmen. Dafür gehe ich mal mit der Schaufel so in die Erde rein, in den Boden. Ich schaufel jetzt nach hinten. Und zack, ja. Man muss nur wissen, wie man das Spiel austricksen kann. Dann funktioniert das schon irgendwie. Man muss nur wissen, wie man das Spiel austricksen kann. Oder wie das System funktioniert. Dann kann man alles lösen. Dann ist alles irgendwie möglich. Man muss hier manchmal halt Trick 17 anwenden. Wie jetzt zum Beispiel wieder. Nur bei den Teilen habe ich ein bisschen Bedenken. Aber okay, es gibt hinter dem Zaun keine unsichtbare Wand. Das ist schon mal sehr gut. Ist nur die Frage, ob ich es aufnehmen kann. Ob das Spiel es akzeptiert, dass ich außerhalb vom Baugelände irgendwas aufnehme. Weil es sieht nicht danach aus. Wobei, jetzt hat es funktioniert. Es hat zwar ein bisschen rumgebackt. Ich kann auch ein bisschen aktiv außerhalb vom Baugebiet in den Boden rein. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und das hat auch funktioniert. Ja, dann ist mein innerer Monk aber voll zufrieden. Jetzt muss ich das noch unter dem Container hier wegmachen. Muss ich den Container dafür erstmal wegschieben. Und dann kann ich hier die zwei Häufchen noch aufnehmen. So, ich drehe gerade mal die Kette ein bisschen. Nach Gefühl, dass ich so ein bisschen besser ausgerichtet bin. Ja, das klappt aber alles ganz gut. Das klappt alles ganz gut. Oh, wieder durchgefallen. Verdammt. Weg mit dir. Jeder Haufen hier muss weg. Sonst bin ich nicht zufrieden. So. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man nach Gefühl einfach versucht, die Kette richtig zu drehen, dann einfach Gas gibt und guckt, wo man ankommt. Und ja, es ist eigentlich fast gut hingedreht. Es ist eigentlich fast so, wie ich es wollte. Brauche ich nicht meckern. Es ist schon in Ordnung. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus, oder? Die Mauer ist weg. Es sieht schon sehr ordentlich aus, das Eck. Das ist jetzt wieder daneben gefallen, obwohl wir eigentlich sicher über den Container waren. Na, ich kann ihn eigentlich gleich wieder mit zurückschleifen. Die restlichen kleinen Häufchen da, die können wir auch noch dann von der anderen Seite aufnehmen. Dann will ich nämlich meine Schaufel hier gerade mal drinnen platzieren und fahre einfach mal wieder Richtung großen Schutthaufen. Na komm, dreh dich nach links, dreh dich nach links, dreh dich nach links. So, und jetzt wieder rückwärts.
So. Dann kann ich hier den Schutthaufen noch aufnehmen und dann auch noch gleich den nächsten. Dann haben wir das auch weg. Und dann haben wir schon mal ein blitzeblankes Eck. Da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. So, da haben wir noch so ein kleines Bröckelchen. Und da haben wir auch noch so eins. Und dann kümmern wir uns hier mal weiter um die große Baustelle. Und nicht mal um diese Kleinigkeiten. So, komm mit. So ist fein. Ja, wird behandelt wie so ein kleines Tierchen. Ganz feiner Container. Hast du fein gemacht. So, hier kriegst du ein Leckerli. Dass ich daneben schmeiße und den Container dann wieder wegschieben muss. Verdammt! Sehr unbefriedigend. Naja. Wir werden noch öfters was daneben schmeißen, bin ich auch ganz sicher. Aber solange ein Großteil drinnen landet, bin ich noch recht zufrieden. Brauche ich nicht meckern. Okay, jetzt haben wir gerade nichts aufgenommen. Jetzt haben wir was aufgenommen. Ich versuche meistens mit meiner Schaufel so ganz leicht in den Container reinzufahren, weil dann weiß ich, das Material fällt auf jeden Fall rein. Aber manchmal geht es halt doch auch nach hinten los trotzdem. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass die Zähne kurz im Container drinnen waren beim Auffahren von der Schaufel, dass es rausfällt, dann weiß ich, es landet drinnen. Das ist so eine kleine Zielhilfe, die ich mir immer gönne. Aber klappt halt auch nicht immer. So, haben wir ein bisschen Timber in der Schaufel drin, also ein bisschen Holz. Ja, wir haben aber noch bei der anderen Halle auch, glaube ich, den Betonboden drin, die wir in der letzten Folge abgerissen haben. Ich glaube, da war Betonboden drin. Das heißt, da wird doch noch ein bisschen mehr Material zustande kommen, gehe ich mal davon aus. Während der Aufräumarbeiten dann. Fällt mir gerade mal so ein. Weil hier bei dem Haus haben wir, glaube ich, auch noch so kleine Ränder stehen. Die werden auch noch ein bisschen Material ergeben. Sobald ich die mit der Schaufel berühre. Ja, da sehen wir so einen Rand. Muss ich von oben einmal drauf dotzen und dann zerbricht das normal. Ja. Und dann kriegt man eine auf den Deckel, weil es ein bisschen staubt. Na gut, das heißt, ich mache hier gleich das Gebiet nochmal ein bisschen nass. Ich sehe nämlich gerade überhaupt nichts. Ich glaube, ich habe wieder eine Ladung daneben geschmissen. Es kam nämlich kein Geräusch. So. Hinfort mit dir, du böser Staub. Ja, ein bisschen was unter den Container geschmissen. Wieder sehr unrealistisch, aber gut. Passiert. Ja, hier sehen wir noch diesen Rand. Den Betonrand. Den sehen wir auch hier vorne im Eck noch. Das wird nochmal ein bisschen Beton ergeben. So, ein bisschen Bagger waschen. Alles klar, ist der auch wieder sauber? Ja, das ergibt halt nochmal ein bisschen mehr Material. Das ergibt halt beim Wegmachen nochmal ein bisschen mehr Material. Stehen noch gerade auf so einer Betonkante drauf. Ja, das ergibt auf jeden Fall noch mal ein bisschen was. Das ist manchmal halt ein bisschen demotivierend, erstmal am Abreißen und es kommt ständig neues Material dazu. Das passiert halt. Wieder ein bisschen wegzukriegen. Muss auch gleich wieder eine Schippe Beton geben, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Aber erstmal mal Holz. Da haben wir jetzt eine ganze Ladung Beton. Ich glaube, da hatten wir aber auch schon einen Container irgendwo hingestellt. Da hinten. Muss ich leider hinfahren, der ist ein bisschen zu weit weg. Rauszoomen.
Die Schaufel ist drin, die Ladung ist daneben. Ist natürlich auch eine geile Sache. Ich hoffe, ich habe es wieder aufgenommen, ja. Das ist natürlich auch geil. Die Schaufel war im Container drin und die Ladung ist daneben gefallen. Muss auch mal hier diesen einen Holzklumpen wegmachen. Der stört mich da auch ein bisschen. Der innere Monk schreit und brüllt und ich reagiere einfach nicht drauf. Komme ich jetzt da hinten noch dran, dass ich den herschleifen kann? Ja. Normalerweise müsste ich den bewegen können, aber er will gerade nicht. Doch jetzt, 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 jetzt. Sehr gut. Sehr schöne Sache. Dann kann ich jetzt wieder dahin fahren und kann da weitermachen. Kriegen wir alles hin. Muss ich da jetzt fahren oder komme ich da dran? Ich glaube, ich komme aber jetzt da dran, ja. Problemlos normalerweise. Perfekt. Was man auch so ein bisschen als Zielhilfe nehmen kann, ist der grüne Pfeil. Wenn man mit der Schaufel im grünen Pfeil ist, dann trifft man normalerweise auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. So, jetzt ist dieses Mauerstück aus Beton hier zerbrochen. Habe ich wieder ganz viel Betonmaterial dahin geschmissen gekriegt gerade. Und das ist daneben gegangen. Drin. Aber gut, es war ja klar, dass es irgendwann noch zerbricht und ich da nicht ganz viele Betonteile krieg. Das war klar. Habe ich damit gerechnet. So, wir sind quasi im grünen Pfeil. Dann kann man normalerweise die Schaufel öffnen. Genau, dann fällt das normalerweise da rein. Ohne Problemchen. Ja, gerade ist Betonstunde. Jede Schaufel irgendwie Beton. Ah, ich bin manchmal zu schnell. Dann fällt es einen kleinen Tick zu früh aus der Schaufel. Und dann fällt es durch die Container durch. Man sieht eigentlich, dass das Material in den Container reinfallen würde, aber es fällt dann durch die Container durch. Ich bin da manchmal ein bisschen zu schnell fürs Spiel, muss man so sagen. Ich denke zu weit vor. Ich denke mir, ja, bis ich da bin, passt es dann und dann fällt es halt irgendwie davor. Zu übereilig. Es hat aber auch, glaube ich, gerade das komplette Eck, was dann noch so als Betonecke stand, weggerissen. Wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich gut. Dann entsteht nicht mehr ganz so viel Material, wenn das jetzt eh schon weg ist. Okay, nee. Da war anscheinend doch noch was Kleines. Da ist gerade nochmal ein riesen Haufen Beton schon entstanden. Das ist natürlich demotivierend. Denkt man sich, ja, man arbeitet sich langsam vor und dann zack, Riesenhaufen Beton dazu. Na gut, ich hab nichts gesagt. Ja, für Betonteile haben wir auch nur den einen Container. Ich glaube, da wird auch nicht ganz so viel zusammenkommen im Vergleich zu den ganzen Ziegelsteinen, die hier noch rumliegen. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Material noch dabei. Aber wir haben auch noch einen Container für Holz. Alles klar. Der steht noch da hinten. Also kommt auch noch einiges an Holzzeug zusammen anscheinend. Natürlich gut zu wissen.
Oder es sind halt einfach mehr Container, weil es halt für mehr Spieler ausgelegt ist. Aber man sieht ja, der Füllstand von den Containern wird halt ständig mehr. Irgendwann sind die dann theoretisch auch mal voll. Bis jetzt hatte ich es noch nicht geschafft, einen voll zu kriegen, aber vielleicht jetzt bei dem Auftrag, es sieht ja eigentlich sehr stark danach aus, als würden wir das auch mal schaffen. Sieht es sehr stark danach aus. Ich wusste. Ich hab schon gedacht, das fällt daneben, aber ich wollte es trotzdem versuchen. Ich muss eh mal schauen, dass ich den Container jetzt vielleicht wieder ein bisschen hier mehr in meine Richtung ziehe. Mehr hier ins Eck. Genau so. Okay, da habe ich nichts aufgenommen. Alles klar. So, kann sein, dass wir da hinten auch wieder tricksen müssen. Ich fahre mit der Schaufel mal weiter nach hinten und mal nach oben, mal nach unten. Schwenkt die mal anders. Ah, nee, es will den Haufen da hinten nicht aufnehmen und auch nicht hier vorne. Gut, da werde ich mich wahrscheinlich nochmal umpositionieren müssen und nochmal rumprobieren müssen wahrscheinlich. Manchmal ist ein bisschen widerspenstig, da will es einfach nicht. Da will es einfach nicht. Der starke Bagger scheitert am ganz läpprigen Bauzaun. Das ist natürlich auch peinlich. Aber gut. Irgendwo muss der Bagger auch seine Grenze haben. Bauzaun ist halt einfach zu viel. Ich habe nämlich gerade schön am Bauzaun rumgehauen. Das ärgert mich, dass ich das hier nie wegkriege. Werde ich auf jeden Fall nochmal umparken müssen und nochmal von der anderen Richtung probieren. Vielleicht geht's dann. Manchmal muss man einfach den richtigen Spot finden, von dem man das dann wegnehmen kann. Wieder mal am Bauzaun gescheitert. Wir kennen es ja mittlerweile schon. So, gerade nochmal die Kamera ein bisschen drehen. Ich würde gerne jetzt nämlich versuchen, gleich hier vorne das nochmal wegzukratzen. Mal aus der Ansicht und aus der Position. Aber nee. Weigert sich ein bisschen. Wir haben jetzt irgendwas aufgenommen, aber ich glaube, das war weiter hinter. Wo wir es weggenommen haben. Ja, es staubt gerade wieder ein bisschen. Okay, jetzt habe ich da Beton aufgenommen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich will hier diesen Schutt aufnehmen, aber ich kann es irgendwie nicht. Naja, notfalls muss ich mit dem Greifer mal rumprobieren. Vielleicht schafft der das hier, das Zeug aufzunehmen. Wenn die Schaufel schon nicht will. Egal. Irgendwann kriegen wir es weg, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, machen wir einfach hier weiter.
Ja, hier liegt halt der Schutt ziemlich hoch an den Stellen. Deswegen dauert es auch ein bisschen länger in dem Fall. Ich glaube, bei der Halle daneben an, wo wir in der letzten Folge weggerissen haben, wird es ein bisschen schneller gehen, sehr wahrscheinlich. Ja, wir schieben den Holzcontainer ein bisschen weg beim Umschwenken und schieben den Betoncontainer einfach mal hier drauf. So, und den Bricks-Container schieben wir gleich auch nochmal ein bisschen durch die Gegend. Würde ich mir gerne ein bisschen drehen, aber es ist halt nicht so leicht möglich, den zu drehen. Weil er sich meistens anders dreht, als man gerne hätte. Das ist so die Sache. Ja, man schiebt links und er geht trotzdem rechts nach vorne. Das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. So ist schon ein bisschen besser. So, ich probiere es gerade nochmal. Irgendwann, ihr werdet sehen, irgendwann werden wir es aufnehmen. Irgendwann nehmen wir den ganzen Container auf. Irgendwann nehmen wir das Material schon auf. Naja. Machen wir mal weiter. Genug rumgespielt. Ich fahre hier noch 10-mal durch. Irgendwann nehmen wir das Material auf. Bin ich mir 100%ig sicher. Wie gesagt, notfalls nehmen wir den Greifer. Vielleicht geht es mit dem Greifer besser. Kann man ein bisschen gezielter einsetzen, sage ich mal so. Noch gezielter als die Schaufel. Ja, manchmal nimmt es auch automatisch ganz gut von den Zaunstellen weg. Das ist natürlich ganz praktisch. Aber auch nicht immer. Auch nicht immer. Man weiß nie so genau, wo es das Material gerade wegnimmt. Das weiß man leider nie. Klar, schon so grob an der Schaufel, aber manchmal, ihr seht es ja, man schaufelt eigentlich zum Beispiel jetzt hier an der Seite und es nimmt irgendwo links am Haufen irgendwas weg. Weiß man halt nicht so hundertprozentig. Ja, jetzt. Ich wusste, wenn ich 1000 Mal probiere, irgendwann nehmen wir das eine Stück da weg. Jetzt haben wir noch diese zwei kleinen Häufchen hier vorne liegen. Die werden wir auch früher oder später, werden wir die, wenn ich 1000 Mal probiere, wegnehmen. Bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Die werden nicht immer da bleiben. Die werden nicht immer da bleiben. Irgendwann nehmen wir die auch auf. Irgendwann nehmen wir die auch auf. Man muss es nur oft probieren. Man muss es nur oft probieren manchmal. Bis man halt den richtigen Spot findet, den das Spiel haben will, und dann funktioniert es. Dann funktioniert es. Hier vorne hätten wir ja auch so zwei Stellen, die nicht so ganz freiwillig irgendwie in den Container reinhüpfen wollen. Müssen wir auch noch ein bisschen rumprobieren. Aber wie gesagt, irgendwann nimmt man da auch die Materialien auf. Man braucht halt ein bisschen Geduld. Geduld und ein bisschen Glück. Geduld und ein bisschen Glück. Ich würde es auch echt ärgerlich finden, wenn man das nicht wegkriegen würde. Feierabend. Ja, nächster Arbeitstag. Dann leere ich gerade mal die Schippe und dann müssen wir erstmal wieder aussteigen. Weil nächster Arbeitstag bedeutet immer, wir müssen alles wieder neu nass machen. Wir müssen alles wieder neu nass machen.
laufe mal hier rum, weil wir haben hier bestimmt irgendwo noch so Betonecken am Boden, genau. Zum Beispiel da. Und wenn ich die aus Versehen wieder abreiße, kriege ich wieder ein ekliges Geräusch und kriege wieder eine auf die Finger. Und das möchte ich eigentlich nicht haben. Deswegen, ich mache hier einfach mal alles nass. Dann haben wir das Problem nicht. Ich glaube, drüben, wo die Halle stand, wo diese Garage war oder was auch immer das war, da ist, wie gesagt, noch Betonboden drunter, wenn ich es richtig erkenne. Sieht jedenfalls so aus, jedenfalls, wenn man so die Stellen sieht. Da werden wir auch noch während dem Material wegschaufeln wahrscheinlich viel abreißen. Das heißt, wir nehmen da 10 Schaufeln weg und 5 kommen wieder dazu. Aber irgendwann ist der Betonboden auch weg und dann geht's schnell vorwärts. Geht's rasant vorwärts. So, machen wir mal weiter. Wie viele Punkte haben wir denn mittlerweile? 50.000 schon. Oha. Das ist gar nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. 50.000 Punkte für 2 kleine Gebäude abreißen ist schon wirklich in Ordnung. Ich krieg euch noch, ihr 2 Häufchen. Beziehungsweise 4 Stück, das sind ja 4 Quadrate eigentlich. Kriegen wir aber noch irgendwann, früher oder später. Vielleicht mit einer anderen Maschine. Wegkriegen wir die aber auf jeden Fall irgendwie. Oder aus einem anderen Winkel nochmal probieren. Manchmal einfach ein bisschen die Schaufel bewegen. Irgendwie kriegt man so Stellen immer weg. Irgendwie. Wie gesagt, man muss manchmal sehr, sehr lange rumprobieren. Bis man irgendwann den richtigen Spot gefunden hat und dann funktioniert es. Dann geht's ab. So. Ich hätte eigentlich gehofft, wir kommen ein bisschen weiter in der Folge. Ich meine, wir haben gut Material weggeschafft, das auf jeden Fall. Das ist außer Frage, aber ich hätte trotzdem gedacht, wir kommen ein bisschen weiter, aber das Material liegt halt doch sehr, sehr, sehr hoch an der Stelle, wo das Haus war, weil da halt auch viele Innenwände waren und die Innenwände geben natürlich nochmal extra Material und so weiter und so fort. Und tja, dann kommt man natürlich nicht ganz so flott voran, wie man es gerne eigentlich hätte, aber es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Hausfläche hier. Das heißt, das Material ist durch die Schaufel durchgefallen. Das heißt, da wo die Garage war oder was auch immer es war, kommen wir wahrscheinlich ein bisschen schneller voran. Eigentlich blöde ist da halt der Betonboden. Aber gibt da auch Schlimmeres. Da gibt es auch sicher Schlimmeres. So, erst wollte es nicht und dann wollte es doch, alles klar. Ich würde sagen, in der nächsten Folge räumen wir nochmal ein bisschen Schutt weg und dann... Die Folge danach wird es wahrscheinlich wieder fleißig weitergehen mit dem Abriss. Wenn ich halt jetzt direkt wieder weitermache mit dem Abriss, dann wird es ja immer mehr Schuttmaterial, wenn ich da nicht nacharbeite. Deswegen würde ich sagen, ich mache nochmal eine Folge, wo wir nur aufräumen. Na, willst du das Material hier auch nicht aufnehmen? Doch, muss halt immer erst den Spot finden. Ja, deswegen würde ich halt sagen, ich mache nochmal eine Aufräumfolge, dann sind wir vielleicht schon bei der Garage oder vielleicht schon ein bisschen weiter und mal gucken, wie weit wir da kommen. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch so eine Stelle hier, da will es auch nicht so das Material wirklich aufnehmen. Da will es das Material nicht wirklich aufnehmen. Da muss ich mich vielleicht wirklich nochmal anders da hinstellen, anders da positionieren, anders probieren. Notfalls mit einem anderen Werkzeug probieren. An einem Werkzeug, einem anderen Anbaugerät. Ein Anbauteil. Weil so, es will nicht. Es will nicht. Aus dem Winkel will es irgendwie nicht. Wir nehmen überall Material weg, außer an der Stelle. Aber gut, Hauptsache wir haben irgendwas in der Schippe drin. Material muss ja so oder so weg. Deswegen habe ich da gar kein Problem mit. Ein bisschen Beton.
Beton. Wenigstens das Eck jetzt hier noch ein bisschen freier räumen. Ja, ich würde sagen, die Hälfte vom Haus haben wir fast schon freigeräumt. Die Hälfte vom Haus haben wir fast schon freigeräumt. Da liegt das Material nicht mehr ganz so hoch. Ist eigentlich schon okay. Wir haben eigentlich die Mauer weggeräumt. Wir haben das Haus schon zur Hälfte weg, würde ich einfach mal sagen. Ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Könnte schlimmer sein. Das ist natürlich jetzt wieder durch den Container durchgefallen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weg mit dem Container. Weg mit dem Material. So, dann schleife ich den jetzt wieder hierher. Ja, aber Baggersteuerung, würde ich sagen, klappt mittlerweile. Es ist, wie gesagt, ich habe mir es ja auch gleich eingerichtet bei dem Spiel wie beim Bausimulator, damit ich da nicht irgendwie große Unterschiede habe, weil wenn man da zwei unterschiedliche Spiele hat und unterschiedliche Steuerung für eigentlich ein gleiches Fahrzeug, das ist für mich ein kompletter Kopfkurzschluss, da komme ich einfach nicht klar mit. Deswegen habe ich mir das hier so angepasst wie im Bausimulator, weil ich da einfach die meiste Erfahrung habe, was Baggern betrifft. Und seitdem funktioniert es auch wirklich richtig gut mit der Baggersteuerung eigentlich. Man muss sich halt die Zeit nehmen und es sich selber so einstellen, dass es einem am besten passt. Das war nix. Ich kann gerade wieder nicht aufhören. Die Folge geht schon wieder fast 40 Minuten. Ich kann gerade nicht aufhören. Okay, wir haben da auch wieder diese Betonmauer noch am Boden. Das heißt, wird gleich noch mal ein bisschen Material entstehen. Und wenn ich dann mit der Schaufel drauf hau, wenn ich da vorher schon im Boden drin bin, interessiert das Spiel nicht. Ja, wenn ich aber von oben auf diese Mauer drauf dotze, dann interessiert das Spiel. Weil normalerweise würde jetzt schon Material entstehen, aber nö. Es geht halt nur, wenn ich da gezielt drauf haue, quasi. Ich würde noch gern hier vorne wirklich das Eck gerne freiräumen, aber wenn da jetzt gleich nochmal Material entsteht, dann wird es wahrscheinlich, ja, noch ein bisschen länger dauern. Mal schauen. Jetzt habe ich die Mauer erwischt. Zack, haben wir auch schon die erste Betonladung in der Schaufel drin. War fast geplant gewesen. So. Mich wundert es gerade, eben gerade kam zweimal das Geräusch, dass ich Material in den Container geschmissen habe. In den Betoncontainer. Mit einer Ladung. Vielleicht hat es irgendwas vom Boden aufgenommen. Ich habe keine Ahnung. Wäre natürlich auch interessant. Wenn da irgend so ein Bug ausnutzen könnte. Einfach Container über die Baustelle schieben. Oder Abrissstelle schieben und schon baut man Material ab. Aber leider habe ich das noch nicht irgendwie so reproduzieren können. Falls es eben überhaupt der Fall war. Und war das erste Mal. Okay, die Schaufel ist fast leer. Da war ja gar nichts drin. Ich müsste mal Holz gleich kriegen. Jetzt stellt euch mal vor, man könnte die Container nicht bewegen. Man müsste jedes Mal dann hier bei jeder einzelnen Chippe noch hin und her fahren. Das wär Chaos pur. Deswegen, ich bin so froh, dass diese Möglichkeit wirklich besteht, dass man sich einfach diese Container dahin schleifen kann, wo man hin will. Es ist zwar manchmal ein bisschen tricky, die zu bewegen oder dahin zu bewegen, wo man sie gerne hätte, aber es funktioniert so an sich eigentlich ganz gut. Und ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Irgendwie nehmen wir gerade da das Holz nicht so wirklich auf. Irgendwie nehmen wir das Holz da gerade nicht so richtig auf. Ist vielleicht auch so eine Stelle, wo wir uns einfach nochmal umpositionieren müssen. Und dann nochmal von einem anderen Winkel oder anderen Stelle probieren müssen. Okay, jetzt haben wir gerade Bricks aufgenommen an der Stelle, wo ich überhaupt nicht war. Ich wollte eigentlich hier noch das bisschen Beton wegmachen in der Folge, aber gut. Dann halt erstmal so. Hauptsache irgendwas kommt weg.
ja. Wie gesagt, vielleicht brauche ich da einfach ein anderes Anbauteil vorne am Bagger dran, dass ich das dann besser wegkriege. Müssen wir einfach rumprobieren. Wenn es nicht weggeht mit der Schaufel und ich aus allen Positionen probiert habe, in allen möglichen Winkeln, dann müssen wir es halt mal anders probieren. So, letzter Versuch hier beim Holz, beziehungsweise können wir hinten nochmal versuchen. Das ist ja auch noch Holz. Ja. Haben wir da wenigstens ein bisschen was weggenommen. Ja, manche Stellen sind irgendwie ein bisschen tricky. Aber an sich bin ich eigentlich zufrieden. Wir haben doch recht viel wegbekommen, so jetzt, wenn man drüber nachdenkt. Wir haben die Mauer weggeschafft, wir haben hier das halbe Haus weggeschafft. Wir können es uns ja jetzt nochmal von oben anschauen. Es sieht doch auf jeden Fall schon anders aus, oder? Es sieht doch auf jeden Fall schon anders aus. Oder findet ihr nicht? Ich finde es schon. Steht da gerade noch ein zweiter Kasten Bier? Da muss ich gerade mal aussteigen. Es sah gerade irgendwie aus wie zwei Kästen. Das war ja eigentlich nur... Sag bloß, es wird jetzt pro Arbeitstag ein Kasten mehr. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Finde ich cool. Schönes Detail. Ja, wie ich das wegkriege und das hier müssen wir noch rumtesten. Vielleicht brauche ich da wirklich eine andere Schaufel für oder die Zange, keine Ahnung. Werden wir mal rumprobieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Gerne Kanal abonnieren. Und gerne auch dem Discord-Server beitreten, würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy. Tschüss.